Guten Morgen, Samstag. Es regnet, zwei Matches wurden abgesagt, aber die Damen spielen heute Fußball. Wir gehen dahin. Ich bin noch dabei, meine Tagesziele aufzuschreiben. Hast du schon aufschreiben, für was, dass du dankbar bist? Bei mir steht vielfach an erster Stelle das Bett. Ich denke so viel, wenn ich am Abend im Bett liege. Es ist so kuschelig und schön. Und weißt du, wie viele Leute haben kein Bett oder kein sicheres Zuhause? Wenn so dein Morgenritual ist, dass du die Post holst und dass du dann die Zeitung liest mit deinem Kaffee, dann würde ich dir eher empfehlen, aufzuschreiben, für was, dass du dankbar bist und was du heute erreichen möchtest. Und keine Zeitung lesen bringt. Ja, am Nachmittag sind wir dann zu Hause und da steht auf meiner Liste ein Halloween-Foto, muss ich noch machen für Instagram. Ja, ich werde mit den Kindern irgendwo so basteln. Aber Jenu, ich brauche ein Foto. Beim heutigen Post kommt dann raus noch was mit Selbstdisziplin. Ich musste das gestern Abend wieder erleben. Sohnemann war auf einer Geburtstagsparty. Ich wollte ihn eigentlich nicht gehen lassen, aber es war sein bester Freund. Das dauerte dann bis 21.30 Uhr, was mir viel zu spät. Als ich ihn dann abholte, waren die einen Film am Schauen, was ich ein bisschen stutzig fand, weil eine Geburtstagsparty ist für mich mit Spielen, wenn so viele Freunde miteinander sind. Dann hätte man das auch nicht so spät machen müssen. Jenu, mir geht es um die Selbstdisziplin. Da waren andere Eltern, die wollten mir dann einen Kaffee offerieren. Und ich sagte, nein, ich muss sofort nach Hause, weil normalerweise bin ich wirklich um 9 Uhr im Bett mit den Kindern. Und ja, die haben dann gelacht und gesagt, ach, morgen, die müssen ja nicht aufstehen und wir haben ja Ferien jetzt. Und da meinte ich, ja, nein. Tja, da meinte ich, das ist eben meine Selbstdisziplin. Ich stehe jeden Morgen zwischen 4 und 5 auf, um bevor es 7 ist, an meinen Projekten zu arbeiten, weil es nachher einfach schwierig wird. Und ich habe das Privileg, dass ich zu Hause sein darf und von zu Hause arbeiten darf. Und weil es schon nach Studien einfach einfacher ist, wenn man 7 Tage die Woche gleich aufsteht, und das stimmt, ich brauche auch keinen Wecker, da hat sich, ich habe mich total angewohnt. Und das werde ich auch so beibehalten. Nicht einfach, weil eine Party dazwischen ist oder so. Naja, aber da sind halt, ja, die Menschen verschieden und da muss man sich diejenigen suchen, die ähnlich ticken. Diese Eltern sind natürlich, die haben andere Ziele, aber länger schlafen heißt nicht, dass man fitter ist. Das ist ja der Krux im Ganzen. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, aber das benötigt natürlich diese Selbstdisziplin, dass ich den ganzen Tag nachher mit den Kids auch was unternehmen kann. Aber für das muss ich früh aufstehen. Ja, so habe ich irgendwo beides, aber um 9 bin ich müde. So, Della, wir sind am Halloween-Fotostudio. Nein, wir sind die Fotos am Machen. Ja, Blick hinter die Kulissen. So, geschafft. Die Zeit läuft. Noch ein bisschen Büro und Geburtstagsgrüße auf die Philippinen. Das muss ich jetzt noch loswerden, und zwar via Instagram, weil er seit gestern mit dabei ist. Das ist mein Darwin. Er ist der Chef auf meiner Farm. Er managt alles vor Ort. Hier haben wir zum ersten Mal Kokosnussöl produziert. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Hier ist Kokosnussmilch, kommt da raus. Und er hat heute Geburtstag. Och, Erinnerungen. Schaut mal, hier haben wir das Equipment gekauft in Manila und so musste das, ja, mit dem Boot rüber. Das ist er wieder. Hier hat er mir Honig extra aus dem Baum geholt. Natürlich habe ich auch immer schön mitgeholfen. Da musste man Steine zusammennehmen und dann kleine Steine schneiden. Hier musste man Backsteine machen selber. Ach, das war eine Tortur. Tja, und Jahre später dann das erste Mal oder das zweite Mal mit unseren Kids da unter. Wahnsinnig, wie die Zeit läuft. Das war 2005. 2004 bin ich runter. 2005 haben wir mit der Farm begonnen. Und immer noch im tollen Kontakt. Wir sind immer wieder dort. Und jetzt überlegen, ob ich über die Weihnachtstage runter soll. Ja, wäre ja auch Disziplin im Unternehmen, gell? Es ist nicht nur die Selbstdisziplin, sondern auch dort nicht aufgeben. Also wir hatten auch schwierige Monate, dann lief es super, super toll, dann kommen wieder negative Schlagzeilen und es lief wieder schlecht und wieder gut. Ja, selbstständig sein, Unternehmen haben. Man muss immer dranbleiben. Dann gibt es gute Monate, eigentlich gute Jahre und dann plötzlich stürzt das ein und du hast keine Ahnung eigentlich warum. Momentan, diesen Sommer war nicht gut, aber wir geben. Aber aufgeben? Nö. No. Das kommt mir absolut nicht in die Tüte und das wird auch in Werden. Das weiß ich auch bei anderen Unternehmungen oder Selbstständigen.
Verloren hat der, der aufgibt. Alle sind Tagebücher gut oder wenn du deine Notizen oder Gedanken aufschreibst oder Videos erstellst und dann später nachschauen kannst. Weißt du noch damals, wie ich Angst hatte, ob das alles funktioniert, ob wir überleben können und jetzt